So ein blödes Spiel. Schnell weiter. So, lass mich jetzt. Wo ist jetzt hier? Ah, da ist es. Ja, das ist das Kleeblatt. Bitte sag auch, dass es ein vierblättriges ist. Danach haben wir alle gesucht, oder? Oh boy. Hört mal her. Dies ist eine Senfpflanze. Das kann nicht sein. Das ist auch grün. Senfpflanze? 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 Bla, ja, so ist auch gut jetzt. Verstehe ich nicht. Einfach ausgedrückt, das ist kein Klee. Was? Wir enttäuschen, nicht wahr, Dido? Oh, hui. Wir haben keine Zeit herumzusetzen, um Trübsal zu blasen. Wir müssen weitersuchen. Aha. Es muss ja irgendwo auf dem Schulgelände sein. Da ist doch jetzt ein Scherz. Blöder Quatsch. Alles umsonst gemacht. Was sagst du mir? Haha. Haha. Warum schaust du so traurig? Wir haben eine Senfpflanze für ein vierblättriges Kleeblatt gehalten. Ihr habt auch nach einem vierblättrigen Kleeblatt gesucht? Ein Hamham mit Schirm kam hier gerade vorbei. Ihr habt auch eins gesucht. Das war bestimmt Rebo. Wohin ist er gegangen? Das weiß ich nicht. Der Hamster im Direktorenzimmer hat Kleeblätter erwähnt. Fragt ihn da nach dem vierblättrigen Kleeblatt, wenn ihr wollt. Ah, okay. Heißt also, wir müssen zurückgehen zum vierblättrigen Kleeblatt. Beziehungsweise, wir müssen erstmal gucken, wo das ist. Ach so. Kette runter. Cool. Sonnenblumenkerne. Für die Armee dabei mittlerweile. Ja, du kannst ruhig weiter plären. Okay, wir können auch nebenbei mal die Maus da versuchen aufzuwecken. Ich muss den Schwamm holen, dann können wir das nebenbei auch noch machen. Bist du jetzt wach? Tatsächlich. Mit Pashmina hat es gereicht. So, oh ne, erst die Sonnenblumenkerne. Ja, 5 Stück. Wir haben's. Dann nehmen wir mal mit. Ja, Boss mit Boss trägt erstmal gar nicht. Alte Socke. Ihr kümmert sich lieber um Pashmina, ja, ja. Hey Freunde, hier ist gut. Absetzen. Hat sich der Schwamm aufgesaugt. Hurra! Der Schwamm hat die Milch aufgesaugt. Jetzt können wir hineingehen. Was ist da? Das ist... Das ist der Schuh. Und die Mäuse. Das ist der Schuh, den Kommissar Hams gesucht hat. Kein Zweifel, so muss es sein. Die Mäuse haben einen Streich gespielt. Ich habe eine Idee. Bringen wir doch alle den Schuh zu Kommissar Hams. Ham? Los geht's. Der Boss trägt wieder nicht mit. Kommissar Hams, wir haben ihn. Die Welt ist gerettet. So, da ist er. Ham, ham, hurra. Also, Ach so ist es. Ihr habt ihn gefunden. Die Mäuse haben einen Streich gespielt und den Schuh gestohlen. Um die Wahrheit zu sagen, das war meine nächste Theorie. Toll, deshalb bist du Kommissar Hams Fall gelöst. So ein Fall ist kein Problem für mein scharfes Hamsterhirn. Ich gehe allem sofort und sofort auf den Grund. Oh boy! Bist du nicht der vermisst gemeldete Hamster? Tito hat uns sehr geholfen, als wir nach dem Schuh gesucht haben. Ah, danke sehr. Du bist zwar klein, aber schlau. Was denn? Ich soll noch etwas finden? Oh boy, oh boy! Verstehe. Was macht Dido da? Dido will wohl irgendetwas. Sie hat schon den ganzen Morgen gesucht. Darum war sie hier in der Schule. Ich verstehe. Ich, Kommissar Harms, werde finden, wonach du suchst. Wir wissen zwar nicht, was er versprochen hat, aber können wir ihm vertrauen? Oh boy, oh boy! Überlass das mir. Mein Dank an alle. Ihr wart mir eine große Hilfe. Ah, Kommissar Harms soll jetzt das Kleeblatt suchen, nehme ich mal an. Ah, da fällt mir ein. Fast vergessen. Jeder muss erfahren, dass der Fall abgeschlossen ist. Gebt das dem Hamster im Direktorenzimmer. Du hast etwas erhalten. Kommissar Hams Notiz. Alles klar, geben wir ab.
stellt den Schuh wieder dorthin, wo er hingehört. Bis dann, wenn ihr mich entschuldigen wollt. Coole Sache. So, das Direktorenzimmer. Wo geht's denn nochmal da? Da geht's zwar hier vorne, ne? So, haha. Ah! Stopp! Ich sagte, der Zutritt ist und... Hä? Für mich? Gib her. Verstehe. Oh, toll! Er hat das Geheimnis gelüftet. In der Tat. Er hat mit dem Schuldigen gerungen? Faszinierend, wie er einen so großen Fall gelöst hat. Großer Fall? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwas Großartiges passiert wäre. So ist Kommissar Harms. Nun, ich verabschiede mich jetzt. Wir können in den Raum hinein, aber dort sind viele wertvolle Dinge, also passt auf. Alles klar. Mach die Tür auf. Klar, erzähl mir noch ein. Ham, ham, hurra! Yeah! Schnell rein, mal gucken, was hier los ist. Oh, wir können auch gar nicht rein. Dann nehmen wir erstmal die Sonnenblumenkerne mit. So, jetzt aber. Das Direktorenzimmer. Viele wertvolle Dinge. Ich sehe noch nichts Wertvolles. Was ist denn für einer? Ich will hier noch gar nicht hin. Ich will jetzt da unten hin. Zu dem Typen da. Wie komme ich da drauf? Mach ich hier drin. Was ist denn das hier für ein Zimmer, ey? Ist kaputt. Achso. Aber, oh. So, was sagst du mir denn jetzt? Hallo, Jungs und Mädels. Hamha. Hamha. Hier ist das weltbeste Hamm-Spiel, Kaffeebohnen-Waldwurf. Für diesen 86. Kaffeebohnen-Waldwurf-Wettkampf haben wir einen fabelhaften Preis. Wer immer auch das Spiel gewinnt, erhält die silberne Glückskarte. Was? Kaffeebohnen-Weitwurf? Macht keiner, oder was? Der Pashmina, na klar. Ah ja, ja, ich streng mich an. Lido, versuchen wir es gemeinsam. Oh, hui. A, Höhe festlegen. Erst das erste Mal A drücken. Höhe festlegen. Das zweite Mal A, Richtung festlegen, werfen. Tipps. Kaffeebohnen, Weitwurf ist mich veräppeln. Wirf die Kaffeebohnen in die verschiedenen Gegenstände, um Punkte zu erhalten. Lege die Höhe und die Richtung fest und wirf. Du benötigst 100 Punkte, um zu gewinnen. Schaffst du es, das UFO zu treffen? Was für ein UFO? Okay. Was soll denn das jetzt? Fertig. Los. Aha. Was? Wieso daneben? Was? Ach ja, ach jetzt. Ah, da ist. Links ist die Kraft. Und rechts. Wo der hinfliegt. Ha, 100 Punkte geschafft. Oh, Nummer 3. Das war ein Punkt. Guck mal, der liegt da oben bei 30. Krieg keine Punkte. Wie fies. So, ich habe 100 Punkte gekriegt. Wie schlecht ich auch einfach geworfen, das UFO getroffen. Nice. Super, du bist der Kaffeebohnen-Weitwurf-Champion. Du hast das hier gewonnen. Hier, Dame, bitte. Silberne Glückskarte. Aha. Was bringt mir das jetzt? So ein Bullshit. Flip, 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 flip. Ja, die möchte bestimmt wohl irgendjemand mal haben, ne? Was ist denn da links? Nix. Ich dachte, das wäre jetzt der Typ, den wir ansprechen müssen. Haha. Oh. Der Kaffeebohnen-Weitwurf-Preis ist jetzt eine Karte. Mann, die hätte ich gerne. Ach cool. Der vorherige Preis war ein silberner Löffel. Oh, Wahnsinn, du hast die silberne Glückskarte gewonnen. Ich bin froh, dass du sie mir gezeigt hast. Bitte sehr. Na cool, wir mussten das machen, damit wir hier rein können. Interessant. Okay. Relativ simpel. Hier hoch. Rebo? Es ist Rebo. Du Stöppel.
Was machst du hier? Haha, ich habe auf euch gewartet. Ein paar Hamster haben über ein Kleeblatt geredet und dann ist es mir eingefallen. Ein vierblättriges Kleeblatt liegt zwischen den Seiten dieses Buches. Was? Stimmt das, Rebo? Handelt es sich wirklich um ein vierblättriges Kleeblatt? Ich bekomme das Buch nicht auf. Mir fällt nicht ein, wie man das Buch öffnen könnte. Oboi. Hä? Kann das... ist dies der Schlüssel für das Schloss am Buch? Die Form sieht aber nicht danach aus. Nein, sieh doch genau hin. Teile des Schlüssels liegen hier überall verstreut herum. Wir müssen sie nur zusammensetzen und können dann das Schloss öffnen. Schlagso, du bist wie immer unschlagbar. Aha. Schlagso, wir brauchen deine Schleue, damit wir das... Schleue? Wir das Buch öffnen können. So ein Durcheinander. Also brauchen wir Schlagso dafür. So etwas wollte ich immer schon mal machen. Ich bin mein Bestes. Also muss ich jetzt den Schlüssel zusammensetzen. Hand bewegen, nehmen, legen, loslassen, drehen. Okay. Ich liebe das ja, dass man das so oft machen kann, wie man will. Setze das Puzzle zusammen. Du darfst die vorgegebene Zeit dabei nicht überschreiten. Mit L oder R kannst du die einzelnen Teile drehen. Alles klar, machen wir doch mal. Oh, was ist das denn? Fertig, los. Ach du Scheiße, was ist das denn? Oh Gottes Willen. Nee, das stimmt schon mal gar nicht. Boah, was ist das denn für eine komische... Alter, willst du mich verarschen? Was ist denn das für ein Quatsch? Ich hab keinen Plan. Ja, immerhin. Das können wir so drehen, okay. Passt das da nicht rein? Passt nicht rein. Die mich veräppeln. Weg. Pack das Ding weg. Jetzt wird das Ohr da fertig. Das Teil kommt dahin. Ich glaube, das kleine Ding kommt da hin. Nee, kommt's nicht. Was ist das denn? Was sind das für scheiß Puzzle-Dinger? Dann muss der da rein. So. Wo ist denn sowas, was da oben hin kann? Das hier. Könnte das sein, oder? Plan. Ne, ich weiß es echt nicht. Was ist das denn für ein Puzzle? Ich habe keinen Plan, Leute. Ach, guck an, das ist dahin. Wo kommt das dahin? Ach! Oh Gott, Leute, bin ich blöd. Jetzt sehe ich die Form ja erst. Ich habe die Form gar nicht gesehen. Ach! Du Scheiße, bin ich doof. Da waren die Formen ja in Bildern, in bunten Bildern ja dargestellt. Und ich dachte, ich muss halt. Oh Gott, ja, jetzt Facepalm dürft ihr mir geben, alles klar, ja. Geschafft, es ist offen. Oh, da ist ein vierblättriges Kleeblatt, hoffentlich. Schlagso, ist das? Das ist es. Das ist das vierblättrige Kleeblatt. Das besteht kein Zweifel. Wir haben es geschafft, endlich haben wir das vierblättrige Kleeblatt gefunden. Vierblättrige Kleeblätter erfüllen Wünsche. Wünschen wir uns, dass wir alle Zutaten finden. Oh, dieses vierblättrige Kleeblatt ist super als Zutat. Seine Farbe ist perfekt, um es als grüne Zutat zu benutzen. Unglaublich, unser Wunsch ist schon erfüllt worden. Meinst du wirklich? Oh, naja. Ich gehe zum Clubhaus zurück und treffe einige Vorbereitungen. Bis bald. Warum nimmst du das nicht mit? Müssen wir das, was soll das denn jetzt werden hier? Oh boy, was ist denn los, Dido?
Willst du sagen, dass dein Wunsch nicht erfüllt wurde? Ah, da bist du. Ah, hier bist du also. Ich habe die Blumen gefunden, die du gesucht hast. Entschuldigt mich einstweilen. Auf Wiedersehen. Oh, Blumen. Was für schöne Blumen. War das nicht nett von ihm, Dido? Wobei, wobei. Was? Du schenkst sie mir? Oh, oh, vielen lieben Dank, Dido. Das sind die schönsten Blumen, die ich je bekommen habe. Jetzt wurde Didos Wunsch erfüllt. Jetzt werden sie bestimmt ihr Leben lang Freunde sein. Fällt mir ein, ich glaube, ich habe etwas vergessen. Was ist mit meinem Wunsch? Was ist mit meiner Kappe? Was ist mit meinem Sonnenblumenkern? Großartig, aber was ist mit meiner großen Liebe? Alles wird gut, wenn alle Hamhams an einen Strang ziehen. Dann werden sich sicher alle Wünsche erfüllen. Ja, genau, und dann treffen wir uns alle irgendwann. Ach, am Sankt-Nimmerleins-Tag wieder, ne? Das vierblättrige Kleeblatt wird die Wünsche sicherlich erfüllen. Da haben wir das dritte. Yeah, das ging schnell. Gut, lass uns zurück und Drevo das Kleeblatt geben. Drevo, schnell! Mach uns eine Farbe. Du Stöbbel, du. Drevo, wir haben die grüne Zutat. Das weißt du ja wohl schon. Hier, mach jetzt die Farbe. In der Tat, ein vierblättriges Kleeblatt bringt Glück. Hallo zusammen, wie war's in der Schule? Panda, wusstest du, dass man in der Schule etwas lernt? Boss baute Schulen, hat aber nicht viel Zeit darin verbracht. Yeah. Swip. Und los geht's. Und hier ist Nummer 3. Also gut, lass uns eine schöne Regenbogenfarbe zaubern. Dann haben wir zumindest schon mal 3 davon. Fehlen aber immer noch 4 Stück. Oh Gott, oh Gott. Wir finden nach und nach alle Farben. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Aber das heißt, dass wir erst 3 gefunden haben und 4 noch kommen, dass das Spiel noch ein bisschen geht. Das Spiel dauert noch ein bisschen. Oh, ich finde das so süß und niedlich und toll. So. Yeah, weggepackt. Ich habe eine Farbe gezaubert. Die dritte Farbe ist grün. Okay, wir sind gerade in Farbe. Suchen wir die anderen Farben. So, der gibt uns jetzt einen heißen Tipp. Hör zu, ein Regenbogen bildet sich, wenn sich Licht in Regentropfen bricht. Das ist mir zu Hochschlag, so. Mir reicht's, ich hab genug von euch. Was war das? War das Yuppidos Stimme? Tja, was das wirklich war, meine Freunde, werden wir im nächsten Part festhalten. Ich werde hier einen kleinen Schnitt einlegen. Wir haben 3 Regenbogenfarben. Es wird nächstes Mal Zeit, dass wir die 4. holen und Rebo den Erfolg ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Hamtaro, die Rettung des Regenbogens. Bis gleich, Leute. Ciao.